Alljährlich schließt Saint-Tropez die Regattensaison ab. 10 Tage lang kamen Anfang Oktober rund 4000 Segelliebhaber zu den Voiles de Saint-Tropez zusammen. Mit dabei die legendäre Manitou, auch das schwimmende Weiße Haus genannt, weil einst John F. Kennedy auf ihr segelte. Hier hat er übernachtet, wenn er auf dem Boot war. Das war fast das Erste, was er nach seiner Wahl zum Präsidenten gekauft hat. Er segelte sehr gern, er war Marineoffizier. Und ich glaube, er hatte ein gutes Verhältnis zum Meer. Es geht außerdem die Legende um, dass Marilyn Monroe auch hier war, aber dazu kann ich nichts sagen. Gemütliches Ambiente, Licht aus einer kleinen Luke und sogar ein Kamin. Praktisch nicht nur für den Präsidenten, sondern auch bei Regatten auf Amerikas großen Seen. Das i-Tüpfelchen findet sich im Schlafzimmer. Das berühmteste Stück hier ist die Badewanne, in der möglicherweise Marilyn Monroe gebadet hat. Hier unten ist die einzige Dusche auf dem Boot. Es ist vielleicht nicht sehr praktisch auf einem Boot, aber immerhin kann man sie benutzen. Und hier ist die Leuchtpistole für Seenot. Ich glaube, die gehörte auch dem Präsidenten. Hier steckt man die Patronen hinein und dann drückt man bei Seenot ab und sie schickt ein Licht in den Himmel. Ein schönes Stück. Bei den Regatten steuerte Kapitän Robinson das knapp 19 Meter lange Boot mit äußerster Vorsicht. Bloß nichts rammen. Mit ihren 80 Jahren ist die Manitou schließlich eine elegante alte Dame. Eine mit besonderer Vergangenheit.